Unser erster Tagesordnungspunkt geht um den Antrag, einen Gleichberechtigungstag für Homosexuelle in Wallington einzuführen. Die Debatte wird von einer ausgewählten Gruppe geführt. Ich sehe Sie nicht. Zunächst Reverend Witzel. Einen Tag lang, nur einen Tag sollen Menschen ihr Anderssein feiern dürfen, anstatt sich dafür zu schämen. Sie sollten sich schämen. Was soll das? Es gibt so viele Menschen, die unsere Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Warum sollten wir sie mit so etwas verschwenden? Das verstehe ich nicht wirklich. Ruhe! Ich muss jetzt los. Sie spucken dem Anstand und der Moral ins Angesicht. Hör auf! Wir können nicht zulassen, dass die Struktur unserer Gesellschaft derart zerstört wird. Habe ich recht? Ja. Ich hatte mich beworben für die Menschenrechtskommission. Aber Sie haben sich für das Weichei Witzel entschieden, leider. Ich habe Ihnen geschrieben. Ich habe gesagt, in unserer Kirche singen wir Hymnen. Was machen Sie mit Hymnen in Ihrer Kirche? Wenn niemand mehr etwas hinzufügen möchte, vertagen wir uns, um eine Entscheidung zu treffen. Mary? Hey, Dad! Dad, komm her! Schnell, Dad, Mom ist im Fernsehen! Homosexualität ist eine Sünde. Homosexuelle verbringen die Ewigkeit in der Hölle. Wenn sie sich ändern wollen, kann man sie von ihrer bösen Veranlagung heilen. Würden sie sich von der Versuchung abwenden, könnten sie wieder normal sein. Wenn sie es nur versuchten und sich noch mehr anstrengten, wenn es nicht funktioniert. Das habe ich meinem Sohn Bobby gesagt, als ich erfuhr, dass er schwul ist. Als er mir sagte, dass er homosexuell ist, hat das meine Welt zerstört. Ich habe alles Erdenkliche getan, um ihn von seiner Krankheit zu heilen. Vor 8 Monaten ist mein Sohn von einer Brücke gesprungen und hat sich umgebracht. Zutiefst bedauere ich meine damalige Unwissenheit über Schwule und Lesben. Ich sehe jetzt, dass alles, was mich gelehrt wurde, religiöse Intoleranz und Verunglimpfung waren. Wenn ich hinterfragt hätte, was ich blind geglaubt habe, meinem Sohn einfach zugehört hätte, als er mir sein Herz ausschütten wollte, dann würde ich heute nicht hier vor Ihnen stehen. Voller Reue. Ich glaube fest daran, dass Gott von Bobbys liebender und guter Seele erfreut war. In den Augen des Herrn sind Güte und Liebe, worauf es ankommt. Ich wusste nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich nach ewiger Verdammnis für Homosexuelle gerufen habe, jedes Mal, wenn ich ihm vorwarf, er sei krank und pervers und eine Gefahr für unsere Kinder, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl weiter zerstört wurden. Und irgendwann war sein Geist irreparabel zerstört. Es war nicht Gottes Wille, dass Bobby über die Brüstung einer Autobahnbrücke geklettert und direkt vor einen LKW gesprungen ist, der ihn überrollte und sofort tötete. Bobbys Tod war eine direkte Folge der Ignoranz seiner Eltern und unserer Angst vor dem Wort homosexuell. Er wollte Schriftsteller werden. Er hätte seiner Hoffnungen und Träume nicht beraubt werden sollen, aber genau so war es. In unseren Gemeinden sitzen Kinder wie Bobby. Ohne dass sie es ahnen, werden sie zuhören, wie sie Amen sagen. Nur ihre Gebete werden schon sehr schnell verklingen. Ihre Gebete zu Gott um Verständnis und Akzeptanz und um ihre Liebe. Aber ihr Hass und ihre Furcht vor dem Wort schwul wird die Gebete verstummen lassen. Also, bevor Sie zu allem Amen sagen, daheim und in Kirchengemeinden, denken Sie nach. Denken Sie immer daran, ein Kind hört zu.